Herzlich willkommen zurück, schön, dass ihr wieder da seid. Ich bin's, euer Sly, und ich habe Dinge entdeckt. Und zwar Abgasdinge. Der hat. Er hat Beton. Und jetzt? Was passiert jetzt? Wächst die Bevölkerung? Wenn das jetzt hier rüber geht, kriege ich eine Person mehr. I don't get it. Baue ein Versorgungsanzug in einer Stadt und angrenzt an einer Stadt. Transportiere die benötigten Ressourcen zum Versorgungsanzug, damit die Stadt wächst. Das tue ich. Die Stadt versucht erst Container von anderen Versorgungszentren zu verbrauchen. Begrenzt. 97. Da fahren auch schon 3 LKWs. Reicht das nicht? Ist halt die Frage. Reicht einer? Also ich baue hier gerade ordentlich Straßen. Ich werde Straßen auch weiterhin gut brauchen, glaube ich. Ich glaube, die Ressourcen, die hier drauf sind, sind automatisch futsch. Oder? Ne, sie werden... Oh, sie werden genommen. Nice. Smart. Okay. Dann stelle ich hier einfach nochmal 6 LKWs drauf. Da patrouilliert anscheinend immer nur einer. Lumpen City. Stadt rückgängig. Stadtversorgung unzureichend. Okay, wir haben jetzt ein bisschen mehr. Also der muss jetzt stetig anscheinend mit Beton versorgt werden. Es wäre natürlich cool. Oh cool, ich sehe das hier ein bisschen. Wenn man das so ein bisschen mehr sehen könnte. So. Hey. Oder einteilen könnte. Alle wie viele Sekunden brauche ich, damit ich den Abstand von den Dingern ein bisschen einschätzen kann. Weil mal kommen mehr, mal kommen weniger. Dass ich dann immer so in gewissen Abständen oder er sich automatisch einfällt und sagt, das sind immer der gleiche Abstand der LKWs. Das wäre schön. Naja, aber das wäre wünschenswert, you know? So, guck mal, der ist jetzt fertig, kriegt einen 9 und der fängt aber bei 0 wieder an. Oder? Oh ne, er hat jetzt was da vorne in der Reihe stehen. Okay, cool. Er stackt auf. I see. Ich versuche ja das Spiel noch ein bisschen was zu begreifen. Population. You have your first new inheritor. Oh, wir sind 4. Okay. Ist ein weiterer auf dem Weg. Ist er. Ich sehe, dass ja hier was ankommt. Aber die Frage lautet ja, kriege ich da mehr rein? Oh mein Gott, okay. Die Stadt tut Dinge. I like. Ich sollte vielleicht dem schon vorgreifen. Nur für alle Fälle, falls ich später mehr brauche. Hier ist so ein blödes Feld mit Stein. Ich greife den schon mal ein. Ich weiß noch nicht, wofür ich es brauche, aber lieber einmal schon angewählt, als dass ich nachher andere Dinge habe. Okay, der Junge wächst. I see. Es scheint auch 6 scheint hier die goldene Zahl zu sein. 12 fühlt sich nicht so an, als wäre es überlagert. Nice. Okay. Jetzt lautet ja die Frage, wenn das klappt, ne? Wollen wir das hier gerade einmal neu bauen? Ich könnte mit LKWs das ganze Zeug da hin und her trainieren. Das wäre schon nice. Okay, warte mal. Was ist denn so ein schöner, sauberer Spot? Eigentlich hier habe ich fast eine gerade Linie. Die Sache ist die, ich stelle gerade fest, ich brauche ja trotzdem Depots.
Obwohl mir das eigentlich ja fuck egal sein kann, ne? Ich kann hier einfach die ganze Reihe mit Depots zuklatschen. Nicht effizient, aber möglich. Nur mal für die. Oder? Also ist halt die Frage, ob das jetzt so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Wo ich sage, ey. Ich kann die Straße ja doch sicherlich nochmal abreißen und neu machen. Aber ich müsste doch jetzt eigentlich von der Logik her sagen, ey, pass mal auf. Okay, cool. Die Bevölkerungswachstum. Größte Stadt bringt neue Ressourcen. Aluminiumstab, Kohlenstoff, Sauerstoff. Beton. Okay, die produzieren jetzt alle das. Ich bin gerade überlegen, wie ich das am sinnvollsten mache. Wenn ich hier unten noch lang gehe, kriege ich an jeden dieser Spots, also hier über einen Kreis hin und dann haben die nachher über einen Kreisverkehr? Und das ist ja gerade das, was ich mich frage. Ob das so funktioniert. Ich meine, gut, was soll passieren? Ich kann die Dinger herstellen. Ich brauche ja ein Depot, um die Dinger abzuholen, richtig? Ist das der Output? Ich bin mir überlegen, ob ich das nicht anders bauen sollte. Also, wir brauchen Eisenerz, um das herzustellen. Das heißt, ich muss ja rein technisch um ein so ein Ding. Ich muss das gerade im Kopf ein bisschen durchmalen. Mal schauen, ob das so hinpasst. Die kriegen hier Eisen abgeliefert. Die produzieren mir dann daraufhin eigentlich produzieren sie mir auch in Stahlstäbe. Korrekt? Korrekt.
Schade, dass ich nicht selber hier die Kurven so ein bisschen mit annehmen kann, ne? Das ärgert mich doch ein bisschen. Eigentlich will man das hier so ein bisschen mitbestimmen. So, jetzt habe ich ein LKW hier. Jetzt lautet doch die Frage, holt ihr auch von anderen Stellen ab? Also... Wo ist die Endlinie? You know? Ist das so? Okay, es geht aber nur einer. Ich kann nicht nochmal eine vorhandene benutzen. Okay, interessant. Ich muss sie also alle echt zusammentragen. Schade, ich habe gedacht, ich kann da an der Line so ein Riesending festmachen. Ist aber nicht möglich. Das ist ein bisschen schade. Ich habe da ein bisschen mehr erwartet. Ich habe echt gedacht, dass man dann so sagen kann, pass mal auf, das ist eine Straße und da auf diese Straße transportiere ich den ganzen Kram hin. Das ist ein bisschen schade. Ich glaube, wir machen auf jeden vier. Bin halt noch im Experimentiermodus, ne, um zu schauen, was geht da eigentlich. Weil hier will ich ja meine Sachen dann nachher irgendwie haben. Ich muss ja irgendwo schauen. So, Lumpen City. Wie sieht's hier aus? Der frisst einfach nur so Beton. Okay, hier haben wir... Ah, cool, wir haben hier Wachstum. I like. Ich wusste schon, warum ich hier das Ding hinstelle. Heißt das auch, ich müsste nachher an die Stadt... Aber ich kann ja jederzeit Ressourcen und Depots da hinstellen. Aber es ist vielleicht nicht dumm, wenn ich sie schon jetzt mache. Sauerstoff, was auch immer Sauerstoff ist, du brauchst das als nächstes. Wie krieg ich denn Sauerstoff her? Spezialgebäude, Wahrzeichenturm. Kosten 3 Beton. Atmosphären, Aluminiumstab. Okay, wir brauchen also eine neue Ressource. Ja, aber würde ich ja gerne, aber ich bin ja gerade dabei, hier eine Produktionslinie zu bauen und festzustellen. Guck mal, ich habe auch nicht das Gefühl, dass so richtig funktioniert. Obwohl ich da 4 LKWs drauf habe, ist das so für Gefühl von dem, was hier weggeht, einfach nicht vorhanden. Okay, wir machen 6. Da muss ja hier ein Gewusel sein auf der einen Straße, als gäbe es keinen Morgen. Gott sei Dank haben die keine Collision. Vielleicht sollte ich auch smarter sein und erstmal die Straße von hier da wieder andocken. Damit die hier auch einfach mal ein bisschen schneller hin und her gehen können. Ob die da jetzt smarter in die Richtung fahren, weiß ich allerdings nicht. Ich glaube, die haben einfach ihre fest vorgelegte Strecke, ne?
Ja, die müssen immer erst eine neue, kürzere Strecke haben. Okay. Was ist das hier? Ach, der kommt jetzt nicht hinterher. Okay. Funny, dass er überfordert ist. Sollen sie mal. Ich wollte sagen, da baue ich doch noch einen nächsten ein und dann können sie sich untereinander ein bisschen unterstützen. Okay, du musst echt wirklich ein bisschen hinsetzen, ne? Und schauen, wie kriege ich das sinnvoll abgehandelt. Okay, I see. Also, wir haben jetzt hier unsere Stahlstäbe. Ist ja super. Stahlstab, nice. Kann ich hier direkt eine Fabrik, hatten wir jetzt ja gerade, ne? Wir überlegen, ob ich was anderes mache, aber wir haben Stahlstäbe. Alles gut, kriegen wir hin. Aus Stahlstäben könnten wir Fabriken bauen. Oder will ich mechanische Teile herstellen? Dafür brauche ich Stahlstäbe. Stahlstäbe brauche ich wirklich dringend, ne? Ja, ich glaube, das ist vielleicht das Bessere. Dass wir hier erstmal nur. Mechanische Teile bauen. Auch hier mechanische Teile habe ich übernommen. Haben wir übernommen. Sehr schön. Das heißt. Hier kommen mechanische Teile drauf. Genauso wie von dir. Hier auch mechanische Teile drauf kommen. So, da müssten die jetzt hier rödeln, als gäbe es keinen Morgen. Es wäre, glaube ich, klüger gewesen, hätte ich das von hier direkt als eine gemacht. Ich hatte eigentlich gehofft, dass ich hier das Verkehrssystem ein bisschen besser designen konnte, aber okay. Das ist jetzt auch der First Try damit, ne? Also bei mechanischen Teile ist ja doch schon mal ein netter Anfang. Ich weiß noch nicht, wie viel ich da auslagern kann, aber ich kann die jetzt erstmal ja hier in Ruhe rödeln lassen. So, was haben wir denn hier Schönes? Hier wird was versorgt. Sauerstoff. Was brauche ich denn für Sauerstoff? Gehen wir doch mal in meine Ketten. Was kann ich hier herstellen? Aluminiumstämme. Das heißt, ich brauche Aluminiumerz. Wenn ich es richtig gesehen habe, war das hier Aluminium. Das ist Fluorid. Dann wirst du Aluminium sein. Okay, hier ist die größere Dichte an Aluminium. Boah, hier ist natürlich verlockend für das 9er-Feld, ne? Aber ich brauche halt einen Weg raus. Habe ich noch was anderes in der blauen Helligkeit? Glaube nicht. Okay, dann leben wir erstmal damit, dass es das ist, was wir bisher jetzt kennen. Das sind natürlich die Kleinen hier, ne? Aber, ach Gott, ich bin da so angetan von. Hier ist ein schönes 8er. Hier sind auch wieder 2 offen. Ich glaube, 2 offen, damit müssen wir leben. Ist halt die Frage, was mit 2 offen mir gerade hier am besten gefällt. Wir gehen mal hier ran. Aluminiumerze. So, dann können die schon mal gelagert werden. Und dann stellen wir dich hier hin und machen ein Aluminiumerz. So, aus dem Aluminiumerz. Können wir noch was anderes aus Aluminiumerz erstellen? Also Aluminiumstab? Nein. Das heißt, das nächstbessere wäre dann wieder der nächste Kollege. Aluminiumstab. Das heißt, hier haben wir dann eine Fabrik. Die aus Aluminiumstäben. Oh fuck, dafür brauche ich jetzt mechanische Teile? Produziere ich hier hinten?
Okay. Da wäre sowas hier sinnvoll gewesen. Dass man sich das hier ausbaut. Aber guck mal, was für eine lange Strecke du dann zur Stadt bräuchtest. Da bin ich mal echt gespannt, was raus wird. Alles klar, wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, euer Sly. Ciao.